Wir bewerten den Transfer von Luka Waldschmidt und beziehen uns dabei auf den Preis, auf die Qualität des Spielers und auf den Fit ins Team. Also angedacht ist eine einjährige Leihe plus Kaufoption für mich das Beste, was der FC machen kann. Deswegen gibt es hier eine klare 10 von 10. Was den Fit angeht, vom Spielertyp, erinnert mich Waldschmidt brutalst an Magut und könnte genau seine Rolle einnehmen als hängende Spitze oder über die rechte Seite, und er ist sogar Linksfuß. Vielleicht ist er genau das Puzzlestück, was dem FC letzte Saison gefehlt hat. Deswegen gebe ich hier eine 9 von 10. Und wo soll ich bei der Qualität anfangen? 7 Länderspiele, U21, EM-Torschützenkönig und Champions-League-Erfahrung. Vielleicht bringt er den FC ja zurück. Ich muss mir natürlich eingestehen, der Ist-Zustand, der lässt zu wünschen übrig. 6 Treffer in 37 Partien für Wolfsburg sind so lala, aber es wäre nicht der erste Kandidat, den Steffen Baumgart wieder hinbekommt. 7 von 10. Unterm Strich kann ich mir Waldschmidt extrem gut vorstellen beim 1. FC Köln. Gerade der Trainer könnte dafür sorgen, dass er zurückfindet zu alter Stärke. Deswegen gebe ich eine 8,5 von 10. Was sagt ihr?